Deswegen zieht es Gregory Crowder vor, allein und sicher in seiner Zelle zu bleiben. Er bereitet sich sein eigenes Essen zu, das er sich im Gefängnisladen gekauft hat. Allerdings wird der häusliche Frieden in Crowders Zelle bald zu Ende sein. Er bleibt nicht mehr lange allein. Jeder einzelne Tag ist eine Tortur, weil man ja nie weiß, wie der Mithäftling so drauf ist. Sein neuer Zellengenosse wird in wenigen Minuten eintreffen. Als es soweit ist, wird schnell klar, dass der andere nicht sonderlich einverstanden ist. Er will keinesfalls mit einem Homosexuellen in einer Zelle. Wir wollen nicht, dass sich irgendwer herumprügeln muss. Und wir wollen die Leute nicht in Einzelhaft stecken. Wir versuchen sicherzustellen, dass ihr hier klarkommt. Und das gelingt uns ganz gut. Crowder will nur einen Mithäftling, vor dem er keine Angst haben muss. Er war aggressiv. So was habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, bei dem war eine Schaulocke. Vielleicht ist er psychisch oder sonst irgendwie krank. Diesmal hat es nicht funktioniert. Allerdings ist das State World so überfüllt, dass Crowder sehr bald einen anderen Zellengenossen bekommen wird. Im State World versucht man, wehrlose Häftlinge vor potenziellen Vergewaltigern zu schützen. Jericho Jones gilt als potenzieller Vergewaltiger, deshalb ist er zurzeit in Einzelhaft. Doch trotz seines Rufs hat Jones etwas gefunden, das es hinter Gittern nur selten gibt.